Bericht heute ist ja sehr interessant. Ich versuchte mal diese motorischen Antriebe von unten dann einzubauen, und zwar dadurch, dass ich ein Loch hier machen wollte. Das ging aber mit dem Dremel nicht so gut. Ist einfach nicht das passende Gerät dazu. Ich weiß, es gibt bessere Geräte, die ich aber nicht in meinem Besitz habe und die ich auch nicht anschaffen möchte, nur für diese zwei Antriebe. So von unten ging das so nicht, dann muss ich das seitlich machen und also die Mauer abbauen. Das ist keine große Sache, die Mauer kann man ja ganz einfach dann wieder ansetzen oder eine neue kaufen und dann als diese Stützmauer als eine Art von Wartungsluke auch einbauen, also wieder abnehmbar. So, aber das Interessante ist, okay, diesen Tunnel habe ich schon gekannt, das geht ja Richtung Treppen auf der anderen Seite, ja. Und hier beginnt auch dieser Pfad, dieser Wallfahrtpfad hier zwischen den Bäumen. Und hier dann Treppe hoch und da geht's weiter, ne? Bis zum Schneemann da. Nee, aber kommt dann später oben auf den Berg und so weiter. So, das war mir schon bekannt, dieser Tunnel, ne? Aber hier habe ich noch einen Tunnel entdeckt. Man sieht das vielleicht nicht so. Ich versuche das mit der Lampe, ne? Hier ist ja auch eindeutig ein Tunnel zu sehen. Hm? Wohin der führt, keine Ahnung. Warum ich ihn gebaut habe, keine Ahnung. Aber ist ja, wie man sieht, deutlich hier gemauert und schön, ne? Und gewölbt und führt. Ja. Wohin führt er? Sehr interessant. Ein Rätsel für mich, ne? Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Aber ich bin ebenso gespannt wie ihr. Und wenn ihr Vorschläge habt, wozu der Tunnel dann führt, dann bitte diese Vorschläge in den Kommis abgeben. Ciao, ciao.